Herzlich willkommen bei der Firma Wrapwerk Akademie und heute geht es um die Entfernung von solchen Emblemen. Was wir dafür benötigen, einmal einen Heißluftföhn, einen Reiniger, ein Mikrofasertuch, einen Sprüher, einen Pumpsprüher mit Wasser und eine Angelschnur. Wie kann man das am schonendsten entfernen? Also Punkt Nummer 1 würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier alles schön sauber zu machen mit einem Reiniger und mit einem Mikrofasertuch. Man kann es auch so machen, dass man es davor das Ganze abspült, dass man groben Dreck auf jeden Fall wegmacht. Anschließend empfehle ich auf jeden Fall, mit so einem Pumpsprüher ganze Sand rauszuspülen, weil hier besteht einfach die Gefahr, dass beim Reiben mit einer Angelschnur man hier Sand hin und her schieben kann und somit zerkratzt man den Lack. Was wir jetzt machen, wir machen es leicht warm mit einem ganz normalen Heißluftföhn. Anschließend nehmen wir unsere Angelschnur und schieben es vorsichtig hin und her. Somit schneiden wir einfach die Buchstaben ab. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Ganz vorsichtig. So, das war's. Die Buchstaben, die Elemente sind jetzt weg. Was wir jetzt machen müssen, einfach die Klebereste entfernen. Wie man das am besten macht, bei neueren Fahrzeugen lassen sich relativ gut auch ein bisschen mit Finger wegreiben. Das sieht man auch hier, zeige ich gleich. Ja, das ist ein relativ neues Fahrzeug und so kann man praktisch die Klebereste bzw. dieses doppelseitiges Band entfernen. Da gibt es aber auch eine andere Möglichkeit. In dem nächsten Video zeige ich das einfach, wie man das mit einem Radierer entfernt, ohne dass man die Finger sich dabei irgendwie beschädigt. Es geht aber auch so, wenn wir das jetzt weggemacht haben, dann haben wir nur die Klebereste. Hier können wir unseren Reiniger aufsprühen oder einen Kleberestentferner, Etikettenentferner, das Ganze können wir dann mit einem Mikrofasertuch vorsichtig reiben und so sieht das komplett sehr schön sauber aus und wir haben den Fahrzeuglack nicht beschädigt. Ich mache das jetzt einfach in dem Video so, dass ich das auch alles entferne, einfach von Hand und in einem anderen Video zeigen wir es mit dem Radierer. Das geht relativ gut, ziemlich einfach. Wie gesagt, bei neueren Autos ist das einwandfrei. Tut auch nicht weh, man beschädigt auch nicht den Lack. Wichtig ist es dabei, dass man es davor gereinigt hat und dass die ganzen Sandkörner weg sind. Sonst schiebt man das Ganze hin und her und macht in dem Lack unnötige Kratzer, die vielleicht später gar nicht entfernbar sind. So, anschließend nochmal sauber machen ein bisschen mit Mikrofasertuch hin und her reiben. So, nochmal ein bisschen drauf. Bisschen einwirken lassen vielleicht. Anschließend kann man diese Stelle auch ein bisschen aufpolieren, dass man absolut nichts mehr sieht, keine Abdrücke, weil es können auch hier Abdrücke von der Sonneneinstrahlung bleiben. Dann ist die Farbe hier ein bisschen anders. Man sieht es einfach. Wenn man das durchgeführt hat, kann man jetzt schön eine Carwrapping-Folie oder eine Beschriftung draufkleben. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal.
wir wären ja auf jeden Fall sehr dankbar. Vielen Dank und viel Erfolg beim Autoverkauf.